So, bei mir sitzt die liebe Martina. Du darfst dich jetzt auf ein schönes Make-up freuen. Hoffe ich, ja. Ich hoffe, dass es dir am Ende auch gefällt. Ja. Wir machen was schön Typgerechtes. Nicht zu viel, aber vielleicht mal so ein paar Handgriffe, wie du ein bisschen ebenmäßigeres Hautbild hinbekommen kannst und vielleicht so ein paar Highlights setzt. Ne? Ja. Wunderbar, perfekt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, schreibt gerne auch am Ende mal in die Kommentare, wie euch das Make-up dann final gefällt. So. Das ist jetzt eine schöne duftstofffreie Feuchtigkeitsampulle mit Hyaluronsäure. Lang- und kurzkettiger Hyaluronsäure ist da drinnen. Also ein richtiger Feuchtigkeitsboost. Zudem ist da ein toller Meeresextrakt noch mit drin, der eben auch ein bisschen Lipid mit sich bringt. Ja, dass wir eben nicht nur Feuchtigkeit haben, weil wenn die Haut schon trockener ist, deswegen ist Lipid eben so wichtig und speichert selber die Feuchtigkeit nicht mehr so gut ein. Das Lipid hilft dabei, die Feuchtigkeit wieder besser in der Haut einzuspeichern. Wie ich schon gesagt habe, dein Hautbild an sich gefällt mir echt gut. Es gibt natürlich auch was. Wir hatten ja gesprochen heute schon mit deinen Pigmentflecken. Ne? Ja. Kann man pflegetechnisch auch was machen. Es gibt da auch sehr milde Stoffe. Ich meine, man kann jetzt nichts wegzaubern. Ja? Also das ist schon, wo man sagt, das ist ein Prozess, der kann sich auch über ein halbes Jahr, 9 Monate ziehen. Ne? Aber man kann da schon wieder drauf gehen, dass es das wieder ebenmäßiger wird. Und der oberste Faktor ist tatsächlich Sonnenschutz für den Tag. Ne? Also die ganzen Hyperpigmentierungen, die man auf der Haut hat, werden tatsächlich ausgelöst durch die UV-Strahlung. So, dann starten wir als erstes mit der Foundation. Da haben wir jetzt eben, was wir besprochen hatten, ne? So ein Mittelding zwischen schon ein bisschen ebenmäßig machen, aber dass es nicht zu plakativ wird. Ja, Ne? genau. Trag mal den jetzt auf. Ich nehme hier so einen sogenannten Beauty Blender. Der ist angefeuchtet, dann schluckt er nicht ganz so viel Produkt und tupfe damit jetzt auf die Haut. Der Vorteil ist, man kriegt es auch nicht auf einer Stelle so viel. Ne? Also man kann es wirklich schön verteilen. Augenbereich spare ich jetzt erstmal aus. Da arbeiten wir dann mit Concealer. Und da man es, also weil man es ja eben nicht so plakativ haben will, versuchen wir eben nicht Produkte, also zu viel verschiedene Produkte übereinander zu schichten. Ne? Weil dann wird es eben, dass es irgendwann richtig schön dick wird. Und man eben nicht mehr diesen natürlichen Effekt hat. Ne? Man sagt ja normalerweise, bei vielen ist ja so, dass die Augenschatten wirklich dunkel sind. Das ist ja jetzt eher nicht so dein Thema, ne? Nein, Sondern dass wir sagen, wir wollen im es eher Gegenteil. ein bisschen angleichen, Ja. ne? Weil hell sticht auch immer nach vorne. So, das heißt, wenn was hell ist, dann ist es wie, als wäre es zusätzlich betont nochmal. Ja. Ne? Und du brauchst nicht den Ausgleich. Das heißt, du würdest deinen Concealer in der gleichen Farbe kaufen wie deine Foundation. Dass du das eben schön angleichst. Ja. So, wir haben jetzt im ersten Step mal schön die Foundation aufgetragen und zwar mit dem Beauty Blender. Wir haben da von MAC die Face and Body Foundation genommen. Die mag ich sehr gerne, weil man die auch schön aufbauen kann. Und Martinas Wunsch war es auch, dass es nicht zu plakativ wird, aber wir trotzdem ein etwas ebenmäßigeres Ergebnis erzielen, weil sie einfach mit ein bisschen Pigmentflecken zu tun hat. Und ich denke, das ist ganz gut gelungen schon mal, oder? Ja, es ist ebenmäßiger. Trotzdem wirkt es nicht maskenhaft. Und es war auch dein Wunsch, ein bisschen die Augenpartie, die von Natur aus sehr, sehr hell ist bei dir, Ja. einfach noch mal ein bisschen anzugleichen. Auch das haben wir gemacht mit einem schönen Creme-Concealer. Ne? Sind hier trotzdem so ein Müh heller geblieben, aber eben nicht mehr dieses rosafarbene, was dann doch etwas mehr heraussticht. Ja, sondern haben einfach ein bisschen angeglichen mit einem Beige-Ton. Ja, Ja, kann man ja. sagen. Genau. Und dadurch wirkt es jetzt einfach viel harmonischer und ja, die Augen wirken gleich so ein bisschen Wacher. abgeschwollen, so ein bisschen wacher. Genau. Wunderbar. Ja. Perfekt. Also deswegen geht es eben so, wo ich sage, ne, das geht sehr gut mit deinen braunen Augen. Ja. Ne, auch so ein Ton hier zum Beispiel oder der. Also nicht zu kühl. Okay, das war Ne? mir auch zu dunkel. Ja. Also man könnte das, was du früher mit dem Lidstrich mit Grün gemacht hast, könnte man zum Beispiel mit dem abbilden. Aber mit dem wird es viel frischer. Man kann nur, wenn man sagt, eben, es ist einem noch zu seicht, ne, oder guckt einem ein bisschen zu weinerlich aus, weil sobald halt warm ist. Und du hast ja ein bisschen diese Grundrötung, ne, von der Haut her. Ja. Kann sein, dass man ein bisschen mixen muss. Das sehe ich aber erst, wenn ich es auftrage, wie die Farbe sich bei dir auf der Haut verhält. Ne? Gut. Genau, aber man braucht schon immer eine gewisse Dunkelheit auch, weil sonst,
siehst du das nicht, ja? Also da kriegst du keinen Effekt dann damit hin. Und man sollte auch immer zwei Farben anwenden tatsächlich. Mhm. Ne? Also man nimmt schon immer was Helles, was man dann vorne für den Augenwinkel nimmt und so, ja. Ne? Dass da einfach gewisse Größe und so ein bisschen so Leuchten reinkommt. Mhm. Und wenn es nach hinten dann läuft, da macht man dann ein bisschen dunkler, dass man die Lidfalte noch so ein bisschen betont oder eben unten dann auch, dass man die so ein bisschen anhebt. Da bin ich auch unterschiedlich. Das hier ist ein bisschen mehr zu und das ist ein bisschen mehr auf. Aber gerade sowas kann man eben mit Lidschatten richtig schön kaschieren. Aha. Genau. Zeige ich dir dann gleich. Genau, jetzt fange ich erstmal mit dem an. Also ich fange immer gerne mit dem Dunklen an, ist aber Geschmackssache. Es gibt manche, die machen erst das komplette Augenlid in hell und dann erst mit dem Dunklen rein. Ne? Also das ist wirklich, wie es einem taugt. So. Ja, und jetzt lass dich gleich gucken. Jetzt siehst du das, was ich meine, dass, das, dass der Ton bei dir viel rötlicher wird, als er in der Schachtel ausschaut. Das gleiche ich jetzt eben dann mit dem kühlen Ton so ein bisschen aus. So, du kannst mal gucken, aber es ist noch nicht schön, weil es noch nicht verblendet ist und so. Ja, nur, dass du mal siehst, was ich meine mit dem Rötlichen. Ja. Ne? Siehst du, wie viel rötlicher der rauskommt, als er ausschaut? Und im Endeffekt beim Verblenden, wenn du noch mal kurz aufmachen willst, nimm mal den Spiegel noch mal. Das Einzige, an was schon mal wie jetzt schon, wie anders es ausschaut, ne? Ja, genau, man nimmt so einen buscheligen Pinsel. Mhm. Und im Endeffekt kannst du einfach immer so hin und her fahren. Hin, her, hin, her. Mhm. Und bei dir ist wichtig, dass du nicht nur unterm Knochen bleibst, sondern dass du auch auf den Knochen drauf gehst. Ja. Weil wenn wir unterm Knochen bleiben, dann können wir es uns auch wieder sparen, weil das wird alles weggeschluckt. Ne? Verstehe. Deswegen musst du ein bisschen auch oben, dass wir auch den Effekt haben, dass wir den Knochen wieder so ein bisschen zurücksetzen. Siehst du jetzt schon den Unterschied von den zwei? Ja, auf jeden Fall. Ne? Und dadurch mit der Technik kannst du eben wirklich genau dahin setzen, wo es ist. Und dann ist auch egal, wenn das so ein bisschen unterschiedlich ist, weil dadurch kannst du es einfach angleichen. Ich mache jetzt noch so ein Mü-Mascara, nicht viel, aber einfach damit es trotzdem so ein bisschen die Wimpern, dass wir die ein bisschen mit betont haben. Oben? Oben. Aber du darfst nach unten schauen. Gut. Guck nach unten. Genau, danke dir. Schau es dir nochmal an. Das Gewicht. Das ist jetzt nochmal ein Highlight. Aber unten würde ich gar nicht tuschen. Deswegen haben wir unten das Dunkle gemacht. Ja. Und dann brauchen wir da nicht tuschen. So, Martina, dein Wunsch war ja, dass wir ein bisschen Volumen auch noch in die Lippe wieder reinbekommen. Ne? Dazu habe ich jetzt einen schönen Lippenkonturenstift auch von MAC. Und der ist ja so ein Nude-Ton, ja, ein bisschen bräunlicher. Also gar nicht in der Farbe des Lippenstifts, weil dann. Ja, man kennt das früher so, da hat man eine sehr dunkle Kontur gemacht und dann einen helleren Lippenstift rein, ist natürlich sofort ins Auge gefallen. Das ist ja nicht unsere Intention. Nein. Du möchtest es ja schon, dass es irgendwo natürlich bleibt und mit so einem nudefarbenen passt dann auch jeder Lippenstift drauf. Gut. Ne? Und da machen wir aber jetzt so ein bisschen eine voluminösere Oberlippe noch. Genau, und dafür setzen wir jetzt eben wirklich an der Oberlippe etwas die Kontur über die Lippe. Also das ist nicht viel, da ist jetzt auch keine riesen Lücke. Ne? Wir wollen jetzt hier keine aufgespritzten Lippeneffekt machen. Ne? Aber eben für einfach so ein bisschen schönes Lippenvolumen. Und auch als kleiner Tipp für euch, also gerade wenn man so ein bisschen die Lippenfältchen hat oben, ja, ist einfach auch was ganz Normales. Aber viele haben da das Problem, auch wenn man Lippenstift dann aufträgt oder Gloss, dass das so fließt. Und mit einem Lippenkonturenstift, die sind oft auf Wachsbasis und das Wachs verhindert dann quasi, dass der Lippenstift weiter in diesen Fältchen nach oben kriecht. Mhm. Und unten bleibe ich jetzt auf der Kontur, ne? Mhm. Weil wir wollen jetzt auch keine, wenn wir unten jetzt auch noch mal größer werden würden, dann kreieren wir ja noch mehr Asymmetrie. Ne? Mhm. Also dann haben wir wieder den gleichen Effekt wie vorher. Mhm. Aber wir wollen ja eher so ein bisschen angleichen und eher die Oberlippe eben ein bisschen pushen. Sehr schön, kannst du auch gerne noch mal anschauen. Ist nur so ein Müh, ne? Aber siehst du, wir haben jetzt einfach ein bisschen die Lippe etwas noch nach oben geholt. Okay. Liebe Martina, wir sind fertig mit deinem Make-up. Was sagst du? Ja, ich bin erstaunt. Erstaunt, überrascht.
Gefällt mir. Ja, ich glaube, es ist wirklich überraschend für dich und auch so ganz anders, als du dich normalerweise im Alltag siehst. Ne? Aber ja, ich bin sehr happy. Ich sage tausend Dank, dass du das so mitgemacht hast. Ne? Sehr gerne. Wir haben trotzdem noch ein natürliches Make-up. Also ist jetzt die Frage auch ein bisschen an euch. Seht ihr das noch als natürliches Make-up oder ist es für euch schon, wo ihr sagt, wow, Abend-Make-up? Für mich, ich bin ja da immer kein Maßstab. Ne? Für mich ist mehr.